So, ich bin wieder hier. Nix, wie gesagt, nichts verändert, so wie sonst immer. Also sonst eben nicht. So, ich gebe ihm mal den Elementarbolzen. Damit macht er ja doch Schaden. Also sie hat den Heilungszauber noch. Ups. Also irgendwas machen sie mit Melina, dass sie nicht zaubern kann. Ach, Paralyze ist das wahrscheinlich. Okay, einer ist tot von den Roten, das ist gut. Da sind Skelette, das ist nervig. Ah, da ist noch einer drunter. Seht ihr das? Links an der Treppe. Achso, der ist tot. Okay. Aber der, das ist der, genau. Ja, ich bin jetzt immer wieder über einen weggesprungen, weil er durch die Paralysierung dann ausgelassen wurde und das war dann echt ungünstig. Okay. Der ist direkt unter mir. Ja, die Frage ist, wie viele sind da noch? Okay, jetzt habe ich noch ein SMS bekommen. Kann aber eigentlich nicht so wichtig sein. Sonst hätte man ja vorher angerufen oder ähnliches. Ja, okay, was mache ich jetzt? Ich muss ja jetzt kämpfen. Wo ist denn ich? Kann ja nicht weglaufen. Ich versuche die Rotaugen zu finden. Ach, da ist er. Hier gibt es doch wohl Bereiche ohne Gegner. Also natürlich gibt es sie, aber... Nein, was ist denn hier wieder ein Gegner? Bitte euch. Skelett oder wie? Ja, nee, ich habe keinen... Jetzt zu laden, habe ich echt keinen Bock drauf, ganz ehrlich. Ich habe ja jetzt die ganzen Dinger getötet. Ich konnte ja die ganze Zeit nicht speichern, deshalb. So, Zauber, wie viel Mana hast du? 72, okay. Das reicht für... Oh, 60, oh. Ja, wird reichen. Set. Leuchtfeuer neu gesetzt. Rasten. Wow. Powerlich auch noch. Einfach nicht irgendwas anderes. Nee, muss ein powerlich sein. Mann, Mann. So, hat gereicht. Und jetzt, Stadtportal. Nach Drangheim, weil ich eigentlich Sturmfort anklicken wollte.
Aber Drangheim ist auch völlig okay, weil. Weil ich ja weiß, wo der Tempel ist in Drangheim. Und ich laufe wieder falsch, ich muss nämlich hier. Ich weiß, wo der Tempel ist und er ist auch nicht weit weg. Das sind zwei Dinge, die da zusammenkommen. Und Fleetfoot. Ja, und ich heile den jetzt halt im Tempel dann. Weil das kann auch teuer werden. 8000, das ist kein Ding. Das ist nichts für uns. So. Ja, ein bisschen physische Resistenz. Ja, der hat nicht volle Mana, ist mir aber auch gerade ziemlich egal. So, Recall. Ist der powerlich was? Ne, okay. So, da. Ja, das ist wirklich. Ja, wirklich zerstörerisch, diese Augen. Aber ich glaube, wir nähern uns gerade schon an einem Punkt, wo wir fast hier durch sind. Also jetzt hier unten dieser. Wenn ich dich sehe, Oculus, dann bist du tot. Für mich gibt sie hier gar nicht. Okay, dich, du existierst. Aber es sieht für mich so aus, als würden hier Sachen auf mich schießen, die nicht da sind. Ist sie da? Ist doch nichts. Weißt du? Da ist überhaupt nichts. Oh, diese Kammern sind ziemlich kaputt. Da ist noch ein Oculus. Wie ist er denn da hingekommen? Also, jetzt ernsthaft. Warum habe ich ihn von hinten nicht gesehen? Jetzt ist es grün, okay. Sehe ich ein. Ganz ehrlich, das Ding ist total im Arsch. Aber eine war doch heile, oder? Ich habe doch einen Schalter gesehen. Ja, genau, die hier. Okay. Ja gut, da muss ich nochmal kurz gucken. In dem kleinen Raum. Da etwas Besonderes ist. Komme ich von unten rein? Ja, okay. Ja, sicher, und es war Fallschaden. Ja, so ein kleines Auge ist ja nichts. So. Danke. Rasten ist immer gut. Wer rastet, der rostet nicht, sondern heilt sich. Und hat mehr Lebenspunkte und so. Okay, da ist irgendwas Cooles. Zum Beispiel ein Lichtkönig. Der ist zum Beispiel überhaupt nicht cool, aber trotzdem da. Und das ist hier wieder unendlich laut. Tut mir leid, der Raum ist so, ich kann da nichts ändern und ich. Wir sind ja bald weg. Ja, stirb, Lichtkönig. Ja, wollte ich doch sagen. Wow, der ist so laut wie. Ich weiß nicht. Geh mal raus. Ach, weil hier einfach besser. Ganz offensichtlich müssen wir nicht da was machen in dem Raum. Ist vielleicht einfach nur so ein Atmosphärenraum, in Anführungszeichen, damit auch irgendwo wirklich eine Quelle ist oder so vom Strom oder was das ist. Sah jetzt so ein bisschen generatormäßig aus. Na, du wirst nochmal auferstehen, habe ich auch keine Lust drauf, aber okay. Nicht, dass. Nein, ich bin jetzt nicht genervt oder so. Auf keinen Fall. Nur ist es so, dass. Ja, was eigentlich? Ja, genau, ja, die können nichts. Die Skelette sind so schwach und aber dann habe ich rotes Licht auf einmal wegen denen, kann ich speichern und es ist mir gerade. Ja, die nerven einfach nur noch.
War ich denn hier schon? Ne, sieht zu aus. Plus 5 Identify Item, ja, dann wissen wir. Ich glaube, den Zauber haben wir schon, aber ist nicht so schlimm. So, jetzt muss ich tatsächlich nach da unten in diese, ja, diesen Mega-Kampf da machen. Klar, ich habe Optionen, wie ich mich rüsten kann. Ja, ich mache das jetzt erstmal ohne Auge des Legib, oder? Na komm, einmal. Wir haben die so selten gesehen, diese Schriftrolle. Ich kann den ja auch noch nicht lernen, den Zauber, das ist das Problem. Deshalb kann ich ihn auch noch nicht so. Ja, keine Ahnung, wo er ist. So, jetzt müssen wir hier gucken, dass wir da durchkommen. Und hoffentlich jetzt nicht alle anziehen, also wirklich alle. Ja, da kommen schon mal noch mehr. Ja. Es geht aber noch. Nicht, wo der nicht ist. Aber das Auge müsste jetzt fallen, endlich, okay. Ja, der Skelette, diese. Was macht der denn da? Der nervt doch nur. Okay, auch gut. Und wunderbar, dass die einzigen Gegner hier, die sich nicht wieder auferwecken können. Ja, und hier ist doch irgendwo ein Skelett gerade. Ja, ist doch hier irgendwo rumgelaufen. Ja, was ist denn die. Was soll die Aktion hier von dem Skelett? Ah, zweiter Tod ist schon mal gut. Ah, und da kommen wieder. Ja, genau, Melina hat auch so viel HP. Das sieht bei ihr zwar wenig aus, aber ist auch eine Menge. Weil sie ja auch Bodybuilding gut hat. Genau wie nix. Nix. Ja. Weiß gerade nicht, wo das zweite Auge ist. Das zweite rote, habe ich das besiegt? Für mich ist das jetzt einfach weg irgendwie. Kann ja nicht sein. Ich bin froh, wenn er hier Licht ist, dann kann er nämlich endlich mal starke Zauber auch lernen und dann wirklich mal was machen. Seine Mana-Punkte liegen da jetzt viele. Aber nutzt sie halt nicht. Ups, ne, falscher. Ja, das ist irgendwie den Zauber abbrechen, das ist dann schwer. Ja, der müsste eigentlich sterben. Ja, treff doch mal, Mensch. So schwer kann das nicht sein. So, ich raste mal. Müssen wir irgendwie. Ja, Skelett habe ich mir schon gedacht. Was auch sonst. Ja, jetzt wird es wahrscheinlich gleich auferweckt wieder. Ja, ich weiß gar nicht, was das hier ist. Also, das sieht mir nach nichts aus. Ich hoffe, da ist irgendwie in den vier Räumen was. Ja. Wie gesagt, hier um die Ecke ist mit Sicherheit. Okay. Aber hier kamen doch irgendwo Gegner her, die Apparitions und so. Ja, da bin ich vollkommen doof. Irgendwie Paranoia entwickelt oder wie? Ja, ich sehe jetzt keine Apparitions. Ehrlich gesagt, würde mich natürlich auch ein bisschen wundern, wenn es die jetzt überall nicht gäbe im Dungeon außer da. Aber ich habe die doch gesehen, auf mich zufliegen. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen Fieberwahn gerade oder so. Zur Erkältung zusätzlich. Das könnte natürlich sein. Ja, und Orientierung ist auch bei mir. Aber wir sind gerade auf dem richtigen Weg. Das beruhigt mich schon fast wieder. So, wir wollen nämlich nach oben unser Elixier vorbereiten. Das sollten wir auf jeden Fall, das brauchen wir auf jeden Fall.
Das hat ja unsere Organe auf, also auf, bestimmen quasi, was sich auflöst und was nicht und so. Zeugs. Wegen dieser Atmosphärenfledermaus ist es jetzt auf gelb gewechselt. Ja, und deshalb können wir die ganze Zeit nur noch so langsam nachlaufen. Das ist schrecklich. Das Spiel macht so viele Sachen, die überhaupt keinen Sinn machen. Hier war das, oder? Ja. Elixir of Defeation. This is made fresh. Expressly for drinking before entering a transmutation engine. Okay, wer hat die Lichtanweisung? Und sag mir nicht, dass die kaputt sind. Make certain the transmutation engine is in working order. This is very important. If the machine is not, the results could be. Ja, okay. Wird wohl klappen. Prepare a new batch of. This is a fluid that identifies which parts of your new body will be sacrificed for immortality. It must be made fresh. Das haben wir. Consume the elixir. Subject becoming a Lichmas ring from their own vial. Okay, take your place in the chamber while the Master of Lich activates the transmute engine. This is the most painful. Ja, okay. Für mich ist das klar. Ich trinke jetzt gleich das Elixier und werde da in diesen komischen blauen Apparat einsteigen. Ich hoffe, jetzt kommt keine Kackfledermaus hier. Okay. Weil Gegner sind die Fledermäuse ja auch nicht. Ups, das war N, nicht M. Gegner sind das ja auch nicht. Die kämpfen ja nicht oder so. Genau, hier wollte ich jetzt am besten durchs Fenster, aber geht natürlich nicht. Ich weiß, ich habe ein Leuchtfeuer gesetzt. Aber ich laufe doch so gerne. Mit Fleetfoot geht's ja auch einigermaßen fix. Ja, also für mich ist das alles in. Ne? Ich gehe gleich in die Kammer da rein. Ich trinke vorher das Zeug. Dann bin ich Licht. Ups, das irgendwie bewegt sich das Mikro gerade hier sehr unabhängig von mir. Nicht so, wie ich möchte, aber okay. Nicht, dass hier die Audioqualität wieder absinkt. Das wäre nicht so toll. Wie in den ersten paar Parts. Das war ein bisschen fraglich. So, vielleicht werden wir jetzt zum Licht. Also ich hoffe, dass wir zum Licht werden. Wäre auf jeden Fall eine spannende Sache. Hier, trink dein Elixier. Muss ich jetzt warten oder was machen? Ich würde mal grob sagen, hat nicht so ganz geklappt. Aber das lag bestimmt an mir jetzt. So, Hauptsache ich kann hier wieder Fleetfoot, weil ich hab keine Lust hier so. Ja, aber die Engine, die ist doch an, oder? Also. Ja, der Raum ist unendlich laut. Und wibbelt und wibbelt hier. Muss ja wohl an sein. Da gibt es hier oben noch einen Schalter zum Umlegen. Wirklich, oder? Aha.